Der Prototyp Balkan Teil 2. Ich habe vergessen, über meine Frau zu reden. Meine Frau ist wunderbar, sie ist wunderschön, aber glaub mir, du musst sie zufriedenstellen, die Prototyp Balkan Frau. Natürlich trägt sie auch Markenklamotten. Es wird bei Mac, Hugo Boss und Chanel auf deinem Nacken eingekauft. Aber das Essen wird bei Aldi geholt, denn sie braucht das Geld wie die Klamotten. Die Balkan-Frauen sind alle hübsch. Die sehen so aus wie Bulma von Dragon Ball und ein bisschen Kim Kardashian. Aber ihr Temperament macht sogar einem UFC-Kämpfer Angst. Peach Kakurva, du kriegst gar keinen Chivapchichi mehr von mir. Guckst du mich nicht mal an? Volimchi! Wieso guckst du mich nicht an? Volimchi! Warum guckst du mich nicht an? Und sie macht das beste Chibab-Chichi. Glaub mir, du kannst versuchen, es so oft nachzumachen. Das wahre Chibab-Chichi kommt aus dem Balkan. Die Gewürze Rakia. Um das Ganze ein bisschen würziger zu machen, nehmen wir Belvedere, am besten 3 Liter komplett reinkippen. Und du bist meistens pleite, weil das ganze Geld, was du verdienst, gehört deiner Frau. Kommen wir zurück zu dem Prototyp Balkan. Er macht nichts ohne seine Brates. Es gibt einmal den Vollbart-Brate. Er guckt immer gleich böse. Er ist der Vollbart-Brate. Dann gibt's den Baustellen-Brate, der immer die Leiter am Start hat, um oben sein Rakia zu trinken, weil oben die Luft halt besser ist. Sie diskutieren und streiten sich jedes Mal über Fußball. Der Belgrad ist besser als Partizan, ne? Hey, Marsch Polmer. Cool, hey, Marsch Polmer. Hey, willst du Waschmaschine in dein Gesicht haben? Waschmaschine. Soll ich Waschmaschine holen? Oh. Sie prügeln sich, vertragen sich dann wieder, als ob nichts passiert wäre. Aber ihre Brates sind alles für sie. Und die Familie ist das Wichtigste für den Prototyp Balkan. Sie sind ein herzliches Volk. Sie reden über die Partybreaker-Veranstaltung. Sie fahren immer das neueste Auto. Und natürlich müssen sie so laut Musik hören, damit es der ganze Bezirk hören kann. Aus dem neuen BMW kann man natürlich am besten Frauen anmachen. Mit seinem besten Brate. Igara Brate! Bitte!